Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und auch der Martin. Und wir sind hier aus Barcelona und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 25. Februar. Genau, ihr hört die Geek Talk Daily 569 und wir haben euch die folgenden Themen mitgebracht. Xiaomi Mi 9. LG Q&K Serie. Arcos Diamond. Gefaltete Smartphones. Nokia 9 und 1. Huawei Mate X. Showstoppers. E-Mobilität. DriveNow-Fusion. Und die HoloLens 2. Na dann, Achim, wühlen wir uns durch die ganzen Themen durch. Genau, schauen wir mal. Genau. Zum einen hat, wie angekündigt, Xiaomi sein neues Flagship-Smartphone vorgestellt, das Mi 9. Ist schon länger in der Gerüchteküche rumgeschubst worden und jetzt endlich rausgefallen. Was haben wir da für Daten? Ein 48-Megapixel-Sensor, der relativ gut abgeschnitten, das heißt relativ gut, ist auf dritter Stelle beim DxMark-Ranking. DxMark. Genau. Und ist eine Triple-Kamera, die da mit drin ist. Einmal eine 48-Megapixel-Kamera, einmal eine 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Kamera, das ist eh so der heiße Scheiß aktuell. Alle bauen Ultra-Weit-Geschichten ein. Und eine Telefotolinse mit 12 Megapixel. Der Rest ist eigentlich, ja, viel Hardware drin für wenig Geld, Achim. Ja, also wenig Geld bedeutet dann in dem Fall 444 Schweizer Franken. Genau, den Europreis habe ich gerade nicht vorliegen, aber 444 Schweizer Franken, das klingt wie drei iPhones. Umgekehrt. Dreimal das Mi 9 ergibt ein iPhone. Genau. So. Gut, kommt auch aus iPhone an. Das auf das Modell und das aktuelle. Genau, aber so plakativ gesagt. Ja, aber schon ein ordentlicher, aggressiver Preis. Definitiv. Genau. Dann nicht im hochpreisigen Segment reingeschossen ist dieses Mal LG. Die haben, wie du beim Voice-Tagging gesagt hast, die Q- und die K-Serie vorgestellt. Das sind so Mid-Price-Produkte im mittleren Bereich. Mittelklasse. Danke, das Wort habe ich gesucht. haben allesamt Qualcomm-Prozessoren mit drin, 6,26 Zoll Display und 5,7 Zoll Display. Und relativ für Android schwachen Akkuwert, 3.500 und 3.000 mAh. Dafür Speicherplatz erweiterbar, hat eben Mittelklasse-Telefon. Aber wenn man so die Specs ein bisschen vergleicht, hier bei den RAMs beginnt es bei 3 GB und Speicherplatz bei 64 GB, also relativ ja im Vergleich zu dem, was wir vorgesehen haben, was wir nachher noch sehen werden, dürftig. Ja. Ja, trotz gut, aber ja, du sagst ja selber, aber auch für Mittelklasse ist doch alles vollkommen okay. Wir haben nachher günstige Telefone, die mehr drin haben. Und vorher schon das Xiaomi für 444. Gut, aber du kannst es erweitern, oder? Hier kannst du den Speicher erweitern, aber nicht die RAM. Xiaomi bekommst du doppelt so viel RAM für den weniger Geld. Okay. Also von dem her, ja. Aber ja, neuestes Android ist zumindest drauf und im Bereich Sound haben sie ein bisschen was reingebuttert, was andere nicht haben. Gehen wir zum nächsten. Von den Asiaten zu den Chinesen, Achim. Das Franzosen, Entschuldigung. Der Franzose ist der neue Chinese. Das Arcos Diamond. Und das liegt, glaube ich, auch in der Preisklasse um die 400 Schweizer Franken. In Schweizer Franken ist es bei 400, genau. Verbaut ist Speicherplatz 128, siehst du hier schon mal doppelt so viel. 5 GB RAM, auch fast doppelt so viel. Auch bei den Kameras sieht es nicht allzu schlecht aus. Eine Selfie-Kamera wie bei Oppo, die oben rauskommt. Ja, die oben rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob das so toll langlebig ist. Ja. Die werden es getestet haben wie die bei Royal, oder? Ja, also ich meine, aber da kommt so ein Ömmel da oben raus. Ich meine, ich finde es Hochschieben in Ordnung, wenn da so ein kompletter, weiß nicht, Slot oben hoch geht, aber so ein kleines Mittelömmel-Ding. Entschuldigung, der Schluck auf den Kind, da muss ich mit leben heute. Zuhörer auch, sorry. Leider, genau. Ja, so ein circa Zentimeter kommt da oben raus, ist schon sehr dünn und da kann auch Staub rein, aber lassen wir das mal durch. Was mir mehr Bauchschmerzen macht, ist der relativ schwache Akku für ein Android-Device, 3400 mAh und ein MediaTek-Browser, den sie da verbaut haben. Der ist ja meistens so
passt halt zum Preis hier. Relativ im tieferen Bereich. Ja, ja, aber gut. Ich meine, im Endeffekt, die machen halt, was sie tun können. Und ich meine, da bezahlt man eben nicht den Namen mit, sondern ja, was sie halt reinpacken können an Hardware. Genau, interessanter ist bei Arcos, dass sie zumindest ein Mutterhaus TLC, TCM, oder wie es heißt, ein Konzept von einem faltbaren Smartphone gezeigt haben, was eben erst ein Konzept ist, nicht wie bei Samsung und Huawei, was bald gekauft werden kann, soll erst ab 2020 auf den Markt kommen, aber es soll nicht so im 1000er oder bis 2000er Bereich liegen, es soll dann eher knapp unter einem 1000er liegen, also deutlich finanzierbarer. Ja gut, ich meine, ich habe auch gut erzählen, wenn ich erst was in wann rausbringe. Dann haben wir bei Samsung und bei Huawei das dritte in der Geschichte und dann wahrscheinlich auch günstiger. Ja. Genau. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall ist einer der drei Hersteller, die überhaupt Displays bauen können und es auch tun. Ja. Andere lassen es von eben genau diesen dreien tun. Von dem her nicht schlecht, dass man da ein bisschen forscht. Microsoft hatte am Sonntagabend auch eine Konferenz, Vorstellung. Vorstellung. Präsentation. Genau, was haben die gezeigt, Achim? Die haben die HoloLens 2 gezeigt. Genau, HoloLens, Begriff, AR, Augmented Reality, erweiterte Realität, das doppelte Sichtfeld von der alten Version. Aber immer noch nur für Entwickler eigentlich gedacht oder Firmen, ne? Also nichts für den Endkunden. Nicht für einen Endkunden, außer der ist bereit, 3.500 Franken in die Waagschale zu schmeißen und auf ein relativ dürftiges Angebot zurückzugreifen. Oder auch der kann natürlich was zusammenbasteln, logischerweise. Alles klar, aber ich meine, man kann die sich ja auch mieten für $125 pro Monat oder was auch immer in der jeweiligen Währungseinheit, wird aber um die Ecke liegen. Ich meine, das ist so viel wie, was weiß ich, der Mobilfunkvertrag und der Festnetzvertrag und noch was dazu. Und noch der Kaffee für eine Woche. Ja, ja, also ich meine, also das ist doch ganz klar am Endkunden jetzt nicht, also am Endkunden vorbei, aber schon gezielt vorbei wahrscheinlich. Ich denke auch ganz stark, weil die wissen, dass das der Endkunde nicht unbedingt gerade aktuell, zumindest so will, braucht und muss haben. Und dann passt ja auch, wenn man dahin zielt und das Ganze auch danach ausrichtet. Ja, was haben wir dann noch an Themen? Nokia hat auch was gezeigt. Zum einen das 9er, das neueste Flaggschiff für, Achim, wie viel Franken? Für knappe 680 Franken. Genau, heute haben wir die ganzen Frankenpreise, keine Europreise, ist mal umgekehrt. Ja gut, ist aber auch deine Woche heute beim Daily, von daher bleiben wir da locker und nehmen die Franken. Und ja, ich meine, ich bin ja immer einfach gestrickt, ich sage halt Franken gleich Euro gleich Dollar. So Pi mal Daumen passt das schon. Zu Dollar passt ziemlich 1:1, zu Euro fast. Ja. Geht so. Wenn man die Mehrwertsteuer noch wegnimmt. Und ja gut, aber egal, ob es in Euro oder in Franken oder in Dollar bezahlt wird, ist dann 8 mm dünn und hat stolze 5 Kameras, wo ich mich frage, ob man das braucht. Auf jeden Fall, weil da bekommst du 5-mal die Information von 12 Megapixel zusammen zu einem Monsterbild, der dann dir ein schönes optimiertes... Da weiß ich jetzt nicht, da müssen wir dann abwarten, wie der im DX, wie heißt das Teil? Dingsbums Mark da abschneidet im ja, ich weiß Ranking. Wie das Ding heißt. So. Ihr wisst, was ich mir meine. Ja, wie gut im aber Vergleich. Aber machen wir Butter bei den Fische hier. Die 5 Kameras sehen auch bescheuert aus hinten auf der Rücken, also auf dem Rücken des Smartphones. Aber ich finde halt auch schon persönlich auf dem Samsung die 4 Kamera-Dinger da, dieser lange Schlitz, jetzt auch nicht super sexy. Naja. Vor allem ganz verwirrend, weil es sind ja nicht 5 Löcher, es sind insgesamt 7 Löcher. Einer ist ja noch für den Sensor zuständig oder für ein paar Sensoren und einer ist noch mit LED und dem anderen ganzen Bestück, Dual LED. Also so hat 7, man könnte meinen, es seien 7 Kameras. Verwirrend. Nicht ganz so verwirrend ist das Nokia 1, denn das passt gleich zum Preis. Das wird um die 100 €, Schweizer Franken erhältlich sein. Und natürlich abgespeckt in der Hardware, aber dennoch wertig für das, was drin ist, ja. Ja, gut, okay. Aber ich meine, 100 € ist halt ein Kampfpreis. Bringt halt Android Pie mit, ne? Das also neueste. Von daher solide zumindest, ja, mein Gott. Wo es Flaggschiff auf dem Markt gibt vom letzte und Ende letzten Jahres, das heute noch kein Pie haben, eigentlich peinlich irgendwie.
Also nicht für Nokia, sondern umgekehrt. Nein, aber ich meine im Endeffekt, ja, es hat jetzt Pi drauf und das finde ich ganz toll. Aber halt, ich meine, wenn im nächsten Jahr die nächste Android-Version kommt und das Ding bekommt das auch nicht, dann sieht die Welt genauso aus wie bei allen anderen. Bei den Einer weiß ich nicht, wie es ist, aber beim 3, 4 und aufwärts, also bei den Midrange und hochpreisigen, da liefern sie Updates. Also Nokia ist da nicht schlecht, was die Updates anbelangt. Ja, gehen wir zu ein bisschen mehr Währungseinheiten. Bei Huawei wird ab 2.500 Schweizer Franken und da habe ich den Europreis 2.299 Euro gefaltet. Ja, das ist weder in Franken noch in Euro ein super Preis. Aber fair enough, ne? Bei Samsung wird auch halt für ordentlich Kohle gefaltet. 1920, ja. Ja, also faltbare Displays sind anscheinend nicht so günstig. Ich glaube nicht, dass sie die Taschen voll machen wollen. Ich glaube eh, dass das für alle eher so eine Tech-Demo ist. Wir können das auch, wir machen das und für die Kohle wird das kein Endkunde kaufen. Samsung hat es ganz explizit als Luxusobjekt deklariert. Ich nehme bei dem Preis an, Huawei wird es auch in die Richtung. Ja, aber als Luxus, ja. Also wenn du ein Luxusobjekt kaufst für teuer Geld, dann sollte das auch schön sein. Und ich meine, schön sind die Dinge auch alle nicht. Gut, die ersten iPhones, waren die schön? Du auch, die letzten iPhones waren nicht schön, aber... Die Geschichte hatten wir schon ein paar Mal. Aber natürlich, das Telefon musst du haben. Das heißt, die beste Selfie-Kamera, Achim. Und das bedeutet? Die gleiche wie im Mate 20, also im neuesten großen, wie sagt man, im letzten, nach der IFA vorgestellten Huawei-Telefon mit einer Triple-Kamera und eben bei diesem DMX-Dingsbums-Ranking auf Platz Nummer 1. Also, ja. Und dadurch, das hat Huawei sehr schlau gemacht, da du beim Zusammenfalten in der Rückseite so einen dicken Balken hast, kommt die Kamera zu dir und dann hast du die rückseitige Kamera als Selfie-Kamera. Und bei Samsung, die haben beim Gefalteten schlussendlich 6 Kameras mit drin verbaut. Was auch wieder völlig, ja. Naja, aber machst du ein Selfie, guckst du doof, egal ob sie 1 oder 3 oder 5 Da bringen Kameras. Dann, genau, ja. Ja, Achim, es gibt Neuigkeiten zu Daimler? Ja, zu Daimler und BMW. Die sind jetzt fusioniert bei ihren ganzen unterschiedlichen Plattformen und man kommt kaum hinterher. Also, nehmen wir das Einfachste. Car2Go, was ja zu Daimler-Mercedes gehört und DriveNow, was ja BMW ist, das ist ja die Carsharing-Plattform von den beiden. Die fusionieren jetzt zu ShareNow. Dann gibt es noch ReachNow, das verbindet alle Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, also Bahn, ÖPNV, Taxi, Carsharing, alles in einer App. ParkNow, das verbindet die Möglichkeit, Parkplätze zu finden. Das war früher, witzigerweise auch hieß schon ParkNow und ParkMobile. ChargeNow, was früher ChargeNow und Digital Charging Solutions hieß, ist halt das Konzept halt oder die Infrastruktur für die Elektroladesäulen von den beiden Konzernen. Mhm. Für mich das persönliche Highlight ist MyTaxi, Chauffeur, Privier, Clever Taxi und Beat, alles halt Firmen von Daimler und BMW, fusionieren zusammen zu FreeNow. Was für mich der bescheuerte Titel von allen ist, weil da natürlich nichts umsonst ist. Und ich dachte ich mir halt, weiß ich nicht, war TaxiNow zu einfach? Naja. Aber wahrscheinlich halt, schon besetzt. Genau, die bündeln da ihre Kräfte und ich glaube, da ist schon ordentlich Marktmacht vorhanden. Wenn die das gezielt einsetzen und ihre paar Millionen, die sie noch haben, nach dem ganzen Dieselskandal da draufschmeißen, dann könnte was draus werden. Ja, definitiv. Jo, und dann haben wir noch zwei kleine Hinweise. Wir haben ein bisschen E-Mobilität getestet hier in Barcelona. Genau, wo überraschenderweise weniger war, als ich gedacht hätte. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Definitiv. Es gab auch einen Fehlschlag, aber das könnt ihr im Video im GeekTalk TV-Format dann sehen. Oh. Und wir waren heute Abend bei den Showstoppers und haben... Gestern Abend und haben die ein oder andere auch interessante Firma getroffen. Genau, von irgendwie leuchtenden Sachen für auf die Augen zum Schlafen bis zu Repeatern über Zahn, Demenz, Demenz, Analysen von Japanern. Genau,
Und die Kanadier, das waren die mit der Hitze auf den Augen. Ja, ich meine die Hitze. Genau, ja, passt. Jo, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, Achim. Genau, wir haben es für heute. Heute geht für uns auch der Mobile World Congress hier los, richtig. Die Messe startet. Und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ich würde sagen, langsam ins Bett gehen, Achim. Morgen früh auf. Langer Tag. Heute früh. Das auch. Dankeschön. Alles gut, bleib positiv. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.